Moin moin, hier ist der Zap und in Railway Empire geht's weiter. Und zwar Mission 4, dritter Teil oder Folge 11. Wir haben hier ein paar knifflige Aufgaben noch zu machen. Und zwar müssen wir in ganz kurzer Zeit 3000 Passagiere ohne Halt von Louisville nach Atlanta bringen. Und das wird richtig, richtig schwer. Ich habe mir das schon mal vorher angeguckt. Wir müssen jetzt erstmal ganz schnell überhaupt erstmal eine Verbindung herstellen zwischen Louisville und Atlanta. Und damit das hinhaut... Da hat es deinem Lokführer wohl die Hose vom Hintern gerissen. Ich muss hier erstmal ein bisschen was wegreißen. Das schließe ich hier irgendwann später wieder an, wenn ich Zeit dafür habe. Das ist momentan nicht wichtig. Brauche hier aber auf jeden Fall... ein ganzes Gleis in diesem Bahnhof. Da ist es. Ansonsten ist der Bahnhof zu überlastet, um da überhaupt in vernünftiger Menge Züge abzufertigen. Ansonsten ziehe ich jetzt hier erstmal ein ganz eigenes Gleis runter. Koste es, was es wolle. Bis dahin erstmal. Und der Bahnhof hier in Atlanta muss mal dringend ausgebaut werden. Nee, abreißen nicht, das brauchen wir. So. Überlege gerade. Ja, die hier reiße ich einfach komplett weg. Zug. Na gut, dann soll er halt fahren. Aber ich muss hier wirklich massive Maßnahmen ergreifen. Ich habe das nämlich schon einmal probiert und habe da das dann nicht geschafft. Von daher weiß ich, was nicht geht. Schöner, wenn ich das jetzt hier mal abbeißen dürfte. Ah, jetzt darf ich. Ups, das war nicht richtig. Dann halt so. So, Versorgungstürme dahin, damit die Züge nur so brausen. Und jetzt hilft nur eins. Wir hauen hier Züge drauf. Und zwar massig. Und den schnellsten, den wir haben. Und den kopieren wir jetzt einfach. So, fünfmal. Den hier nach Knoxville, den lösche ich einfach. So. Da ist auch hier noch was. Kann ich mich dann gleich noch drum kümmern, aber es ist wirklich wichtig, dass ich diese Strecke hier ganz, ganz schnell ans Laufen kriege. So, und Jacksonville soll 70.000 Einwohner kriegen. Das ist auch nicht so einfach.
Jacksonville liegt nämlich hier unten. Und da ich diese ganzen Gleisanlagen hier vom Computer übernommen habe, sind die ziemlicher Schmarrn. Ich das jetzt alles versuche zu reparieren, baue ich das, glaube ich, immer komplett neu hier. Alles taugt sowieso alles nicht. Natürlich was vergessen. Ich muss hier ja noch Kreuzungen reinbauen. Und Signale. Ansonsten fährt da gar nichts. Das sammelt sich dann sowieso auch ein. Geht nicht anders. Zwischen, damit mehr Züge auf das Gleis passen. So. Nun sollte diese Strecke funktionieren und hier sollten die Züge fahren. Da sieht man auch schon, wie die losrattern hier. Und da kommt der nächste. Das sollte möglichst gut laufen jetzt. Okay, Jacksonville muss versorgt werden mit allem Möglichen, was wir noch rankarren können. Hier haben wir Gemüse, Steine. Beide. Korn. Das ist, glaube ich, Zuckerrohr gewesen. Da ist schon eine Viehmast. Und weiter runter geht's auch nicht. So, die ist auch schon angeschlossen, aber da fährt, glaube ich, kein Zug. Also fangen wir erstmal damit an, dass wir hier einen Frachtzug einbauen. So. Dann nehmen wir den hier. Ziehen den da hoch. Und da eine Zuglinie drauf. Mit Fracht und losgefahren. Es muss hier wirklich alles Schlag auf Schlag gehen, weil es ist schon Februar und die Missionen haben ganz, ganz knappe Zeitlimits. So, da ist noch eine Steinkohle. Macht natürlich wirtschaftlich jetzt so überhaupt keinen richtigen Sinn. Moment, das ziehe ich noch mal ein bisschen hoch. Kriege ich noch eine Kreuzung vor die Brücke hier.
Aber das muss jetzt auch gar nicht. Wichtig ist da erstmal nur ohne Blocker. Wichtig ist da erstmal nur, dass die Mission fertig wird. So. Hier fehlt noch die Kreuzung. Dann können die alle losschippern. So, hier haben wir schon 560. Ich schau mal gerade. Ich glaube, das könnte noch ein paar Züge mehr vertragen hier. Also klone ich den gleich noch dreimal. Oder viermal. Gucken wir nebenbei mal nach der Forschung. Personal benutzen wir gerade eh nicht so sehr. Nehmen wir das. Ich frage mich, was diese Lokomotive besser kann. So. Das noch so. Nicht drauf, nur daneben. Da mache ich gleich weiter. Ich muss erstmal kurz gucken, weil das hier ist doch ein Witz. Der Bahnhof hat jede Menge Bahnsteige, aber der Computer baut immer alles auf einen Bahnsteig, weil er das ja nicht anders machen muss. So schön das Spiel ist, da haben die Designer von Gaming Minds den einfachsten, ich nenne das jetzt einfach mal beim Namen Fuschweg gewählt, der KI da so einen Easy-Mode einzubauen. Ich meine, man hat das als Spieler auch zur Verfügung, aber irgendwie ist das keine schöne Lösung. Da hätten sie lieber ein bisschen mehr Hirnschmalz in die Programmierung der KI stecken sollen. Meine Meinung dazu darf gerne jeder anders sehen. Es gab auch gerade das 1.2 Update. Damit ist jetzt zumindest eine Szenariokarte verfügbar, wo mehr oder weniger der gesamte Zeitrahmen des Spiels, der hier in der Forschung möglich ist, das ist eine ganze Menge, von 18.30 bis 19.30 verfügbar ist. Und auch eine Karte, wo man die ganzen USA bebauen kann. Wurde am Anfang sehr bemängelt, dass das nicht dabei ist. Ist wahrscheinlich fürs freie Spiel sehr, sehr
praktisch und beliebt. Chemiefabrik in Augusta. Nee, die will ich jetzt gar nicht haben. So, was macht denn Jacksonville? Jacksonville ist noch nicht gewachsen. Und wir haben April und 675 Passagiere transportiert. So. Ich guck mal, ob ich das hier wieder angeklemmt kriege. Anderen Gleis reinfahren. Und den hier wollte ich doch auch weg haben. So. Verschwunden. Jetzt können wir das Stück hier abreißen und das Ding abreißen. Und dann sollte das alles gut sein. So, und der Personenzugbahnsteig sollte hier bestens funktionieren. So, fast 1000 im April. Ich glaube, ich kopiere hier noch mal ein paar Züge. Ups. Das Gleis, den Zug wollte ich anklicken. Noch drei Stück davon. Oder vier. Sicher ist sicher. Das wirkt ein bisschen verrückt, weil ich habe jetzt hier, glaube ich, 12 oder 15 Passagierzüge. Aber man sieht, ich habe nur bis Ende 64 Zeit. Ein Drittel des Jahres ist schon vorbei, die ersten 4 Monate, und ich habe gerade mal ein Drittel. Also das wird eine knappe Sache. Wenn es da mal zu Pannen auf dem Gleis kommt und Staus, kann das ganz schnell nach hinten losgehen. So, und die andere Aufgabe hat immerhin ein Jahr länger Zeit. Jacksonville. Wie geht's denn Jacksonville? Jacksonville braucht wahrscheinlich Holz und mehr Vieh. Mehr Vieh lässt sich organisieren, indem wir diesen Zug hier verdoppeln. Allerdings müssen wir dann auch
dieses Gleis hier verdoppeln. Aber das kriegen wir ja hin. Nee, doch nicht. Steht da noch. So, und der nächste Viehzug fährt dann auch schon los. Okay, das funktioniert. So, hier habe ich noch keine Versorgungstürme gesetzt auf diese ganzen Mini-Dinger hier. Würde ich jetzt mal ändern. So. Da oben gibt es noch Mais. Der Mais ist heiß. Ziehen wir hier mal so ganz parallel bis hier unten hin. Und dann sollte das passen. So. Wir brauchen natürlich einen eigenen Versorgungsturm. Und kann dann losfahren. So, jetzt haben wir die Consolidation. Hat ein klein bisschen schneller als der andere Frachtzug und hat mehr Power. So, finden wir ja noch irgendwie. Da hinten ist noch Milch. Also fahren wir jetzt Milch nach Jackson. Lange Strecke, viel zu teuer. Die müsste wahrscheinlich 10 oder 15 Jahre mindestens laufen, um irgendwie wirtschaftlich Sinn zu machen, aber auf die Wirtschaftlichkeit können wir jetzt hier gerade nicht achten, weil Jacksonville muss wachsen. So, es ist Mai und wir haben schon mehr als die Hälfte. Das sieht ganz gut aus, aber es ist jetzt auch schon der 31. Mai. Aber man sieht, viel weniger Züge dürften es nicht sein hier. Die 3000 Rekruten für Atlanta, für die Bürgerkriegsfront, sind schwer in der kurzen Zeit zu transportieren. Diese Güterzüge hier, die stocken jetzt natürlich alle, weil sie viel zu wenig Bahnsteige haben. Aber der untere Bahnsteig hier ist einfach absolut wichtig für die Personenzüge. So, was können wir denn noch für Jackson tun?
Jackson wächst immer noch nicht. Jackson hat ganz viel Fleisch. Könnten jetzt auf jeden Fall mal ihr Passagiere nach Jackson transportieren. Vielleicht hilft das der Stadt auch noch beim Wachsen. Vielleicht in zwei Zügen. Atlanta könnte auch Fleisch gebrauchen, vielleicht. Hilft es ja beim Wachsen, die Stadt Fleisch verkauft. So. Atlanta möchte eigentlich Bier produzieren aus Getreide. Getreide ist da hinten. Das ist auch so ziemlich das. Ne, hier unten ist auch Getreide. Ist wahrscheinlich fast besser, allerdings fahren die ihr Getreide. Ah ne, das ist eh. Könnte eh mehr sein, was da abtransportiert wird. Dann machen wir das jetzt so. Fahren hier Getreide hoch nach Atlanta. Passt da irgendwie nicht rein. Dann machen wir das anders. Reißen wir hier ein Stück weg. Packen das da hin. Und dann passt das andere immer noch nicht. Doch jetzt. So. Dann ein Zug, der hier Getreide transportiert. Los. Dann sollte nämlich auch der Zug der Waren von Atlanta nach Jacksonville und zurück transportiert dafür Bier mitbekommen. Frucht und Zucker. Das sieht dann schon schwieriger aus. Frucht wäre da. So, wie schaut's? 2447 im Juli, das ist doch eine gute Zahl. Und Jacksonville ist am Wachsen. So, Bestechung. Ja, können wir ja mal den Computer wegbieten. Wundert es dich nicht, dass niemand sonst mitgeboten hat? Nicht wirklich. So, nur noch 300 und ein paar zerquetschte. Ja, nehmt hin. 200. Ach, das hier geht ja Schlag auf Schlag. Kann ich gar nicht so schnell die Zahlen vorlesen. Du hast dein Streckennetz bis weit in den Süden erweitert. Und so können auch die Bürger von Jacksonville wieder nach vorne schauen. In die Zeit nach dem Krieg. Ja, Jacksonville versorgt. Ein bisschen eine rabiate Vorgehensweise. Dadurch haben wir das jetzt auch lange vor der Zeit geschafft. Aber das muss so. Geht nicht anders. Mit so ein bisschen, wo kann man hier Geld verdienen und Kram, sind diese Zeitlimits einfach nicht zu schaffen. Und ich denke, wenn man das historisch betrachtet, in den Zeiten des Krieges haben diese Unternehmen wahrscheinlich massiv Förderung vom Staat gekriegt und haben auch nicht auf irgendwelche Gewinnmöglichkeiten oder so geachtet, sondern da ging es darum, den Krieg zu gewinnen und die 3000
Rekruten an die Front zu kriegen und die Frontstädte stark zu halten mit Versorgung. Und dass die Eisenbahn Geld erwirtschaftet, war dabei nicht wirklich wichtig. Aber wir haben ja genug. Also es ist nicht so, als wenn jetzt unser Unternehmen dadurch pleite gegangen wäre. Allerdings denke ich, dass ein Großteil der Einnahmen aus dem verzweigten Netz da oben kam. Kapitel erfolgreich. Du hast alle Pflichtaufgaben dieses Kapitels erfüllt. Schließe diesen Dialog, um dir die abschließende Bewertung anzusehen. Die konföderierten Staaten kapitulierten im April 1865. Auf beiden Seiten standen am Ende unzählige Opfer, Verwüstungen und Zerstörungen und es folgte eine Phase tiefster wirtschaftlicher Rezession. Erstmals war auch die Eisenbahn zu einem kriegsentscheidenden Faktor geworden, einer Figur auf den Kartentischen der Generäle. Während sich einst begeisterte Menschen versammelt hatten, um den Lokomotiven zuzujubeln, war die Eisenbahn im Krieg zu einem taktischen Spielstein geworden, um Soldaten und Material an Kriegsschauplätze zu liefern. Doch die Opfer und Entbehrungen sollten nicht vergebens gewesen sein. Der Frieden schmiedete Nord und Süd stärker zusammen als je zuvor. Schaffner? Warum denn Schaffner? Ich habe alle Aufgaben erfüllt und eine zeitliche Bewertung 12,7 von 20. Habe ich am Anfang der Mission so rumgetrödelt oder? Merkwürdig. Okay, das ist mein schlechtestes Erlebnis. Ergebnis meine ich. Und ich bin verwundert, wo das Spiel diese Bewertung hernimmt. Weil eigentlich ist alles gemacht und getan. Steckt man nicht drin, ist halt so. Wahrscheinlich, wenn man weiß, was man machen muss, kann man dementsprechend schneller am Anfang alles hinklatschen. Aber egal, die Mission ist geschafft. So kann man es machen. Ich weiß, einige haben mir schon geschrieben, dass sie es nicht so ohne weiteres hinbekommen haben. Vielleicht habt ihr hier ein paar Ideen gefunden, wie man es doch noch schaffen kann. Würde mich freuen, wenn ihr dann die letzte Mission dadurch auch noch spielen könntet. Wenn ihr Fragen dazu habt, Vorschläge, Meinungen, Ideen, was man dann demnächst bei Railway Empire, wenn die Kampagne vorbei ist, noch so alles zeigen könnte und sollte. Immer rein in die Kommentare, freue ich mich drüber, lese ich mir alles durch und antworte euch dann so schnell ich kann. Und wenn ihr mal in die Videobeschreibung schaut, da gibt's nicht nur allerlei interessante Infos zum Spiel und zu mir, sondern auch Links zu meinen Social Media Kanälen, Instagram, Twitter, Facebook etc. Falls ihr sowas benutzt und mehr über den Kanal wissen möchtet, enger mit mir in Kontakt treten möchtet, lässt sich das da erreichen. Einfach die entsprechenden Links anklicken und mir folgen und dann wird das schon. Das war's dann erstmal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht in Railway Empire. Ciao, ciao, euer Zapp.